Nichts kann ihn stören, der Frieden ist einfach hier. Frieden ist hier, du brauchst ihn nicht suchen. Frieden ist hier. Es scheint eine Idee doch noch sehr, sehr weit verbreitet zu sein. Nämlich, dass man unbedingt mit den Menschen in Frieden kommen muss. Dass so diese Idee ist, bevor jemand stirbt oder wenn irgendwie Zoff war mit irgendjemand, dass man unbedingt sich noch aussprechen muss und dass man nur dann in Frieden kommen kann. Also, dass man den anderen dazu braucht. Und das ist eine falsche Annahme. Das ist dieses totale Geschenk des Lebens. Einfach so, dass wir wirklich nichts und niemand brauchen, um in Frieden zu sein. Und du kannst schauen, wenn du mit irgendjemand gestritten hast und da ist keine Kommunikation mehr, warum auch immer. Entweder will der andere nicht oder du willst nicht. Und dann kannst du schauen, grollt da noch irgendwas in dir? Und diese Idee, du müsstest dann mit dem anderen in Kontakt treten, um das auszusprechen, damit sich der Frieden wieder einstellt, ist wirklich die absolute Fehlannahme. Weil in dem Moment, wo du merkst, in mir grollt noch ein bisschen was, kannst du sehen, wenn du das überprüfst, dass du einfach Gedanken dazu hast, wie es hätte laufen sollen, wie der andere vielleicht dich verletzt hat, wie er überhaupt nicht auf dich eingegangen ist, wie du schon so oft irgendwie für ihn da warst und der andere war überhaupt nicht für ihn da, also für dich da. Und wenn du merkst, da grollt's noch ein bisschen, dann lass mal für einen Moment die Gedanken weg. Oder besser gesagt, glaub ihnen mal nicht. Und schau, ob es möglich ist, einfach mit der Situation, so wie sie noch in deinem Kopf war, in dem Kopf von dem anderen mit Sicherheit ganz anders, ob du da nicht irgendwie schon jetzt wieder Frieden finden kannst. Und ich kann euch versichern, es ist möglich. Es ist absolut möglich und es ist so wundervoll, wenn das wirklich entdeckt wird, dass für diesen inneren Frieden niemand gebraucht wird. Die Menschen können mit dir in Streit sein, aber du nicht mit den Menschen. Und das ist so ein Geschenk, das zu entdecken. So ein Geschenk. Und manchmal denkt man auch, der andere, mein Gott, der bringt mich immer aus meinem Frieden raus, ja? Jetzt bin ich so schön in Frieden und wenn der kommt, der nimmt mir meinen Frieden immer. Und das ist auch eine absolute Fehlannahme, weil niemand kann dir deinen Frieden nehmen. Also in Wahrheit ist es nicht mal dein Frieden, ja, sondern einfach nur Frieden, der hier ist. Wenn dieser Moment in seiner Soheit einfach genommen werden kann, kann Frieden sich offenbaren, der kann entdeckt werden, dass der schon hier ist. Der ist einfach nur nicht sichtbar, wenn alles so in dem Kopf die ganze Zeit rumgeht, wie, was, wer, wo sein sollte. Und das ist so ein Geschenk, das zu entdecken. Ihr könnt einfach auch mal schauen, ob ihr mit irgendjemand noch irgendwo so auch den Wunsch hegt, ach, da wäre eine Aussprache vielleicht schön, da spürt er, da ist irgendwie noch sowas dazwischen. Und mal alles weglassen. Und schauen, wow. Wenn ich keinem Gedanken folge, alles in mir einfach lass, wie es ist. Mich nicht einmisch in das Geschehen. Dann breitet sich tatsächlich Frieden aus.
und der Frieden erfüllt wie dein ganzes Sein. Und du weißt dann schon bald gar nicht mehr, warum du überhaupt ärgerlich warst. Weil das alles so unwichtig wird. Weil der Frieden des Moments viel erfüllender ist, als den ärgerlichen Gedanken immer wieder Energie zu geben und die Energie darin dadurch einfach zu pushen. Das ist das Wundervolle. Kommt dann wirklich mal irgendwie, dass das Leben euch zusammenführt wieder. Und da kommt es dann wie zu einer Aussprache. Einfach, weil es aus dem Moment herauskommt und nicht so gezwungen ist, wir müssen jetzt ganz dringend über was reden, sondern das kommt so natürlich. Ja, dann ist wunderbar, dann kann jeder seinen Standpunkt erklären. Aber es ist nicht mehr nötig. Und wenn es zu einer Kommunikation kommt, dann ist der Boden dafür der Frieden, der in dir schon vorhanden ist. Und da ist eine ganz eine andere Ausgangslage, als wie wenn man so im Kopf ist und so streithahnmäßig drauf ist. Oder auch wenn man denkt, wenn jetzt ist jemand gestorben und jetzt habe ich mit dem irgendwie nicht mehr aussprechen können und da ist irgendwie jetzt, das steht noch wie zwischen uns. Nein, es steht überhaupt nichts zwischen euch. Es steht nie irgendetwas dazwischen. Nie. Nur in deinem Kopf. Und du kannst mit allem, egal, auch wenn jemand schon verstorben ist, kannst du trotzdem vollkommen in Frieden sein. Auch, ja, die Thematik hat sich nicht mehr ansprechen lassen. Okay. Und zu schauen, hängt da noch eine Energie drin? Ah, ja, okay. Kann ich in Frieden sein damit? Und es ist nicht schwer. Es ist viel, viel anstrengender, in dem Kriegsmodus zu sein, den Gedanken zu glauben, die Geschichte aufzublasen, als hier den Moment so zu nehmen und in Frieden damit zu sein.